Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Legion Paladin Reloaded. Ja, man muss das Reloaded immer mal so ein bisschen durchprobieren, ne? Manchmal wirkt's, manchmal wirkt's nicht so. Wir deponieren erstmal das Herz des Lichtes in unserer Klassenhalle. Ne? Kann man auch mal machen. Hat sich gelohnt und da kriegen wir auch eine neue Quest für, glaube ich, die restlichen Dingerbummer. Na? Die restlichen Dingerbummer. Bolstering your arsenal. Mehr Artefaktwaffen. Wir nehmen mal Retri. Retardin. So, dann müssen wir jetzt aber diese Waffe hier equippen. Okay, der Hammer, der passt eigentlich auch ganz gut. Der sieht auch ganz hübsch aus. Ach, die habe ich schon. Transmogrifiziert. Ich wollte aber mal da vorne. Achso, ich habe ja noch gar keine Artefaktwaffe jetzt. Ja, okay. Wrath of and Justice Mission. Enter the Chamber of the Guardian. Da daran kletter. Fly to Uther's Tomb. Nein, bin ich doch eigentlich hier voll in der Nähe, oder? Ich hätte einfach rausgehen. Es ist ja nicht so viel. Ist ja nicht so viel Entfernung da, ne? Es ist aber echt schön hier, muss ich sagen. Es ist schön hier. Habe ich eigentlich die Kampagne vom Todesritter? Doch, die habe ich durch. Die habe ich, glaube ich, durch. Ist der westliche Pestländer? Ja, westliche Pestländer. Ist das Grabmal von Uther, dem Lichtbringer. Das gefällt mir aber echt trotzdem ganz gut so. Also, gerade so diese beiden Sachen, die passen echt ganz gut zusammen. Das ist schon ganz nice, ne? Passt eigentlich ganz gut. Ich guck trotzdem nochmal ein paar schöne Paladin-Transmogs durch. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas Cooles. Ich glaube, ich weiß warum kein Azilitus mag, weil es da einfach keine Quests gibt. Das Ding ist leer. Da hat man irgendwie 18 Quests oder so und ist dann fertig. Macht ja auch keinen Spaß. Das war mehr so ein... Also die Sache an Azilitus war halt, das war so eine... so ein Nachgedanke von Blizzard, ne? Oh, das wollte ich eigentlich auch nochmal machen. Mit dem Pepe. Das habe ich auch nicht gemacht. Ja, mache ich irgendwann mal. Ich meine, man kann ja jetzt langsam auch Tangerine Traveler. Traveler Pepe. Ja, kann ich eigentlich mal machen bei Gelegenheit. Toybox, 300 Toys. Mechanized Lumber Extractor. Invincible Rains, nice, gezählt man. 39 Mounts brauche ich noch für das nächste Achievements. Für das nächste Achievements. Langer. Ja, ich müsste mal wieder ein paar Raids auch gehen. Alte Raids, damit ich die restlichen Mounts auch noch rauskriegen kann. Aber. Warum steht da Daniel davor? Sarus? Ist das Mesaresa? Sarus. Steht nicht drin. Okay. Steht. Einfach nicht drin. Bei mir steht es aber auch nicht drin. Kann es nicht eintragen. Ist irgendjemand da, der es eintragen könnte? Wurststulle, Wurstfrog. Weiß nicht, können Wurstfrogs das? Bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. So, wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal den Ashbringer. Denn der fehlt uns noch in unserer Sammlung. Hallo, Maxwell Tyrosis. Cooles Ding erst dann. Sacred Ground. Achso, ich bin ja jetzt Retardin. Habe ich vergessen. Ja, ich kriege ja jetzt wieder diese komische heilige Whatever. Ja, dann pullen wir doch mal ein bisschen was zusammen hier, oder? Okay, das... Habe ich nicht irgendwas, was mich heilt? Achso, ich kann ja auch einfach hier drauf drücken. Das habe ich ja auch noch. Habe ich vergessen. Ja, dann war das doch irgendwie bei dem... Paladin, wo das... bei dem Retardin, wo es ein bisschen anders war. Habe ich echt keinen Self-Heal?
Okay. Anscheinend habe ich kein Selfie. Na gut. Das soll ja mal vorkommen. Ja, die gehen aber auch echt relativ fix down da, ne? Also das geht schon ganz gut. Kann ich denn... Hä? Consecrate. Und wo ist denn das letzte Ding? Das letzte Grabmal ist hier. So, schwingen wir mal den Hammer um uns rum. Ja, also der Retardin macht eigentlich auch ganz gut Spaß. Kennen hier Dargal? Wo kommst du denn her, Kollege? Achso, ja, ich krieg ja manchmal einfach so ein zweites geschenkt, ne? Ja, nice. Ja, nice. So, haben wir das auch geschafft. Alle schön brav gereinigt, ne? Heiliges Land und so. Oh, ich hab das doch nicht gepurified. Huh. Naja, dann purifieren wir das jetzt halt. Ist das ein Schild? Ja. Okay. So, wenigstens ein bisschen Absorb hab ich. Auch wenn es kein Self-Heal ist. So, Herr Uther, was haben Sie uns denn mitzuteilen? Jetzt muss ich wieder warten, bis der hier fertig ist, oder was? Ja, komm, dann mach mal. Hand of Hindrance. Huh. Hab ich denn alles drin? Ja, hab auf jeden Fall alles drin. Aha. Ja, könnte ich auch mal probieren, alles. Wir kommunen mal mit dem Uther. Der müsste jetzt... Steckt der nicht in Frostmourne? Der steckt, glaube ich, nicht mehr in Frostmourne. Frostmourne ist kaputt. Sollte passen. Maxwell, my old friend. It's been too long. Uther, it's really you. You're both doing the light's work, but if you seek to recover the Icebringer, you must hurry. Do you know where it is, Uther? We risk everything if we return to that place. I can feel the Icebringer calling out from an island that lies close to the tomb of the Evil One, and the Blade is not alone. Tyrion still lives. But his light is fading. You must move swiftly, or he will perish. That is all I can tell you. Good luck, friends. Walk always in the light. Uther, wait! I have more to ask you! Uther! Ja, der Uther hat nicht so Bock. Aber der Maxwell hat echt ein nices Schwert, Mann. Will ich haben. Will ich einfach haben. Okay, ich glaube, da geht es einfach schneller zu Porten. Nach Dalaran. Dalaran. Und dann einfach mit dem Porter von Dalaran da zurückzugehen. Weil ich glaube, den Ruhestein nach Dalaran brauche ich jetzt sowieso erstmal nicht. Bin mir unsicher, aber ich glaube, den brauche ich erstmal nicht. Und ja, es ist sonst ein bisschen viel hin und her gefliege, ne? Ja, gut, dass wir fliegen können. Das ist schon mal was. Mit dem schönen BlizzCon-Mount. Naja, okay, schön ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Mit dem BlizzCon-Mount. Es ist ein Mount. Muss ich ihn jetzt oben treffen? Natürlich muss ich ihn oben treffen. Dann reiten wir mit dem Pony die Treppe hoch. Warum nicht, ne? Ponys mögen sowas, glaube ich. Hab ich gehört. So. Vorne steht er. The Pater. Oh, ich will auch mal den Ashbringer, glaube ich, machen. Also den Edge Tower für den Ashbringer. Okay, der bringt mich einfach zu Broken Shore zurück. Nett. Maxwell Tyrosis. Ja, schöne Weltkarte immer noch. Auch wenn sie bald nicht mehr so akkurat ist.
Obwohl, die wird, glaube ich, einfach dann aktualisiert, ne? Die wird, glaube ich, dann einfach direkt aktualisiert. The demons before us are all that stand between us and the Ashbringer. Okay, ich führe die doch schon an. Leute, kommt doch mit. Ah! Kann man nicht anführen, wenn ihr nicht mitkommt. Ja, komm, Maxwell. Ach so. Was? Ach, wirklich? Es ist garantiert nicht RC Loot Council, dass hier irgendwas disabled. Wie man sieht, das ist einfach nur ein Fehler. Zerstören! Oh, ich krieg hier hart aufs Maul. Aber wie hart? Ja, und die Legion so, ja, wir haben noch mehr von denen. Ja, kommt doch. Kommt doch, Leute, hä? Ist gut. Kommt zu uns, Bibi Blocksberg. Sei unser Freund, Bibi Blocksberg. Und so weiter. Ja, haben wir auch eigentlich gleich geschafft, also. Yay, Blutjäger. Achso, ich hab das. Ich könnte mir eigentlich mal hier das. Blessing geben. So. Rocken wir das Viech mal um. Ob's hackt. Ich hab auch dieses, muss man das skillen? Ja, das muss man alles skillen. Auge um Auge ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ah, ich muss den Bella, was auch immer, zerstören, töten. Da vorne steht er. Kein Ding. Hey, der gute Tyrion. Hey, wo ist mein Rebuke, verdammt? Okay, ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Hey, bleibst du hier? So. Gar keine Lust drauf auf sowas. Solche Schlawenzchen hier. Geht ja gar nicht. Also der Parler macht mir auch echt Spaß. Den werde ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr anzocken dann. Ich muss den Ashbringer nehmen. Der verlorene Tempel. Ja, kommt. Jungs, kommt halt auch. Ist kein Problem. Okay, ich mach denen nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Macht denen nicht so viel Schaden. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wir kommen zumindest voran. So. Oh, jetzt habe ich eins gratis. Wie lange hält das? Ist nicht so lange, leider. Aber da habe ich noch eins gratis bekommen. Ha! Noobs. Da ist noch eins gratis. Ah, ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran! Noch eins gratis. Yay! So viele Gratisschläge. Ja, ist doch nice. Balnasar! Ja, schön auf jeden Fall. Ja komm, jetzt sei nicht so pisst, Mann. Es ist doch okay. Ihr wisst es doch. Bist du Obermogo. Aber ich mogo dich gleich zu Brei. Ja, das ist nett von ihm. Kneel before your new master.
Okay. Unbreakable Will. Auf geht's. You cannot fight my will. You are mine. Very well. Ja, den können wir auch einfach so zu Brei nutzen. Du bleibst jetzt aber schon hier, oder? Du gehst nicht auf die nächste Plattform. Das wäre ein bisschen... nervig. Alter, nerv doch nicht so. Lies doch einfach ein, hast verloren, Kollege. Ist doch gut. So. Muss zurück zu Tyrion auch noch. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wo es hier rausgeht. Ich vergesse immer, wo es hier rausgeht. Lauf, Pferdchen, lauf. Wäre cool, wenn ich mir aussuchen könnte, welcher das wird. Mein heiliges Mount, ne? Habe ich ja mehr von. Habe ich ja mehr von. Ashbringer mag ich echt ganz gerne. Das ist eine richtig nice Waffe. Sieht schön aus. Passt, ne? Passt. So, da vorne liegt der Arme. Bin schon dicht dran, Dude. Bin schon dicht dran. Ja, der ist kurz vorm Abnippeln, der Kollege, ne? Jetzt macht er wieder so ein Bimborium, ne? Eigentlich habe ich nicht mehr so viel Zeit. Eigentlich wollte ich die Folge ja kürzer machen. Hat gut funktioniert. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Ja, habt ihr nicht gehört, aber hat gut funktioniert. Da verzieht sich der Tyrion ins nächste Leben und so. Man könnte ihn doch einfach retzen. Könnte auch mal beim Geistheiler wieder aufstehen. Saftsack. Ja. Okay. Kannst du mich da hinbringen? Da, danke. Ich habe nämlich keinen Ruhestand mehr. So. Dann bin ich mal gespannt. Ja, der bringt uns jetzt direkt zurück nach Lightshope Chapel. Nachdem er erstmal so 5 Meter freien Fall hatte. So. Sotelle. Dann schieben wir uns in die Kathedrale des Lichtgedönses. Und ja. Tisch war's. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir Tyrion dann letztendlich begraben, ne? Von daher macht's gut. Bis dann. Tschüss.